Im Zuge der Energietransformation wird der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger in der Sektorenkopplung immer relevanter. Der Wasserstoff wird erzeugt, transportiert, gespeichert und verbraucht. Dabei muss stets darauf geachtet werden, dass das kleine und zur Effusion neigende Wasserstoffatom nicht entweichen kann. Zusätzlich dürfen die mit dem Wasserstoff in Kontakt tretenden Bauteile und Materialien nicht durch eine sogenannte Wasserstoffversprödung geschädigt werden. Hier sollten nach Möglichkeit neuartige, ressourcenschonende Werkstoffe eingesetzt werden. Um dies sicherzustellen, sind innovative Prüfmethoden zwingend erforderlich. Die Qualifizierung von Werkstoffen für den Einsatz unter Druckwasserstoff steht heute erst am Anfang. Weder ein umfangreiches Normenwerk noch Werkstoffkennwerte für die Beurteilung des Werkstoffverhaltens unter Druckwasserstoff stehen derzeit zur Verfügung. Um diese Lücke zu schließen, sind umfangreiche Materialprüfungen erforderlich. Neben den klassischen Prüfmethoden, wie beispielsweise Druck- und Zugprüfungen, sowie Biege- und Schlagprüfungen, welche unter Umgebungsluft durchgeführt werden, rücken Ermüdungsversuche hier besonders in den Fokus. Diese sogenannten Wöhler-Versuche sind eine wichtige Methode zur Bewertung der Dauerfestigkeit von Materialien und Bauteilen unter zyklischer Belastung. Um diese Versuche explizit auf Materialien der Wasserstoffwirtschaft anwenden zu können, entwickelt iCam Analytics eine spezielle Autoklaventechnik. Dabei können bis zu 5 Prüfkörper in Form von C-Ringen unter einer kontrollierten Druckwasserstoffatmosphäre statisch und dynamisch belastet werden. Durch die dabei aufgezeichneten Werkstoffkennwerte ist der Nutzer in der Lage, die Ermüdungsfestigkeit des Materials bei bestimmten Belastungsniveaus sowie die erwartete Lebensdauer der Komponenten unter realen Betriebsbedingungen reproduzierbar zu bestimmen. Dies gilt als Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Transformation der Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Zukunft.